Die Diagnosestellung ist einer der wichtigsten Momente der Erkrankung. Wenn man die Diagnose weiß, weiß man endlich, wo man steht. Also ich habe es erlebt als Hammerschlag. Wenn man mir gesagt hat, jemand sei dement, dann habe ich das aufgefasst. Also mit dem kannst du nichts anfangen. Es hat aber auch etwas Tröstliches daran. Also wenn man vor etwas einen Namen hat, dann ist es auch irgendwie fassbar. Es hat plötzlich einen Namen. Und dann kann man auch miteinander diskutieren, wie man die Diagnose kommunizieren möchte. Ich bemühe mich dann immer zu erklären, eben was mir passiert und was mir nicht passiert, weil ich Angst davor habe, abgeschrieben zu werden. In der Bevölkerung besteht immer noch das Bild des schwer dementen Menschen in den Pflegeheimen, der vor sich hin vegetiert. Dieses Bild entspricht meiner Ansicht nach überhaupt nicht der Wirklichkeit. Das Wichtigste, auf das ich achten kann, ist die Beurteilung, was muss ich aufschreiben und das auch sofort tun. Der Demenzpatient möchte möglichst lange autonom sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen, wenn wir mit diesem Patienten miteinander unterwegs sind. Und dass man nicht meint, man müsse mich die ganze Zeit so quasi beobachten oder betreuen oder so. Ich habe auch gutes Verständnis dafür, wenn meine Frau sagt, es braucht sie wieder mal eine Woche Ferien für sich alleine. Und dann organisieren wir etwas für sie und etwas für mich. Und das tut beiden gut. Die psychologische Betreuung der Patienten, aber auch ihrer Angehörigen, ist von größter Wichtigkeit. Ganz wichtig ist eine wertschätzende Haltung, dass wir den Menschen dort abholen, wo er ist. Und ganz wichtig ist auch, dass wir die Angehörigen psychologisch, milieutherapeutisch extrem gut betreuen. Ich glaube, Geduld haben und sich nicht ärgern, das tönt einfach, ist sicher nicht immer einfach, aber ist für das Zusammensein schon das Wichtigste. Die Angehörigen müssen ja erst lernen, wie sie mit diesen Defiziten, wie sie mit dieser veränderten Kommunikation umgehen können. Und dann ist ein Leben auch in Partnerschaft mit einem Demenzpatienten möglich. Und dieses Leben hat vielleicht ganz neue Aspekte. Er erkennt plötzlich vielleicht einen künstlerischen Aspekt. Er sieht plötzlich Möglichkeiten in seinem Leben, die er noch nie verwirklichen konnte. Er beginnt zu singen, er beginnt zu malen. Er hat plötzlich vielleicht eine kreative Seite, die noch nie da war. Ich gehe in eine Musikstunde, wo wir ganz locker miteinander Musik machen. Ich treffe meine Verbindungskollegen, wo wir nicht saufen, sondern miteinander irgendetwas diskutieren. Ich kann rechnen, ich kann schreiben, ich kann fotografieren oder ich kann x Sachen machen. Was auch gut tut, das ist mit Tieren umgehen. Wir haben einen Hund und eine Katze und mit dem laufen gehen, respektive rennen gehen. Das tut beiden gut und dann kann man auch alles andere vergessen. Der Hund beschäftigt einen dann genug. Also irgendwie den Weg zu finden, das Leben geht weiter und das Leben leben.